Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute darüber sprechen, wie du schaffen kannst, deine Kundenzufriedenheit zu verbessern, ohne, ich sage jetzt mal groß dafür, was tun zu müssen. Abonniere auf jeden Fall schon mal den Kanal und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist nach wie vor Nico Becker. Ja, ich kümmere mich hier bei der A&M um das Thema Kundenbetreuung. Du hast mich mit Sicherheit schon mal in den ein oder anderen Video gesehen. Ja, und wir werden heute über das Thema Kundenzufriedenheit sprechen, generell einfach die Stimmung, die der Kunde mit dir als Unternehmen quasi hat, was du dafür tun musst, um das zu verbessern und ich sag mal einen ganz, ganz einfachen Hack, wie du es quasi automatisch verbessern kannst, weil wir haben jetzt hier auf dem Kanal schon relativ häufig über das Thema Kundenzufriedenheit gesprochen, wir haben aktive Strategien besprochen, wie du Kundenzufriedenheit messen kannst, wir haben besprochen, was du auch proaktiv dafür tun kannst, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, wir haben auch schon einige Male darüber gesprochen, warum das ganze Thema wichtig ist. Aber im besten Fall wollen wir ja ein Unternehmen haben und auch eine Abwicklung, ja, was quasi einfach zufriedene Kunden produziert, mal ganz, ganz simpel gesagt. Und da gibt es so eine Sache, die fällt mir ganz, ganz häufig auf, wenn ich mit unseren Partnerbetrieben spreche. Und zwar geht es um das Thema Dokumentation. Dokumentation geht natürlich auch so ein bisschen mit dem Thema ja, Digitalisierung einher. Du hast das schon mal in den anderen Videos von uns gehört. Aber warum ist Dokumentation jetzt so wichtig und was meine ich konkret genau damit? Es geht beim Thema Dokumentation einfach darum, ich sage jetzt einfach mal fiktiv, einen zentralen Ort zu haben, wo du Sachen notierst, die quasi ja, deine Kunden betreffen. Für unsere Partner bilden wir das Ganze intern ab. Das heißt, da muss man sich jetzt gar nichts Neues lösen. Wir bieten das quasi hausintern an, wenn man Partner bei uns ist. Du kannst dir natürlich auch sowas wie ein CRM-System anschaffen. Also einfach nur ein System, wo du quasi mit deinen Kunden arbeiten kannst und wo du zum Beispiel protokollieren kannst, okay, wer hat jetzt wann zum Beispiel angerufen? Was ist als letztes genau passiert? Klingt erstmal nach viel Arbeit, aber wenn man es mal ganz einfach runterbricht, du kannst ja für dich selber mal überlegen, wie viele Kontaktpunkte hast du mit dem Kunden, bis es vielleicht zu einem Kauf kommt. Das sind manchmal vielleicht 5, 8 oder 10 sogar. Und wie viele Kontaktpunkte hast du nach einem Kauf? Das sind vielleicht auch nochmal ein paar, je nachdem. So, also wenn man das mal ganz einfach runterbricht, dann sind es wahrscheinlich am Ende des Tages gar nicht so super viele, wie man am Anfang denkt. So, und warum ist das Ganze jetzt so super wichtig? Du kannst beim Kunden unterbewusst natürlich ein enorm gutes Gefühl erzeugen, wenn du es einfach schaffst, ich sage jetzt mal plakativ formuliert, immer zu wissen, was als letztes passiert ist. So, was meine ich jetzt konkret damit? Wenn mehrere Leute bei dir im Unternehmen mit dem Kunden arbeiten und jeder geht gerade mal so ein bisschen nach Gefühl ans Telefon. Ah, wer sind Sie? Ja, ja, Herr Müller, okay. Ich habe hier folgendes Angebot auf dem Tisch. Dabei wurde das Angebot schon mal überarbeitet. Das weiß die Person aber vielleicht gerade am Telefon nicht. Dann hast du immer sowas wie einen kleinen Reibungsverlust, der beim Kunden entsteht. Ja, der Kunde hat immer so ein bisschen das Gefühl, hey, die Person hat jetzt gerade irgendwie nicht das Gefühl, dass sie weiß, worum es bei mir geht. Ja, du hast vielleicht als Kunde auch das Gefühl nicht, in dem Moment verstanden zu werden. Und das erzeugt unterbewusst einfach so ein bisschen eine Unsicherheit. Ja, gerade wenn da Angebote nachher auf dem Tisch liegen von 10, 20, 30, 40.000 Euro und du hast immer so ein bisschen das Gefühl als Kunde, Mensch, ich muss den Leuten da drüben auf der anderen Seite vom Hörer quasi immer wieder erzählen, wer ich bin, was ich mache, also jetzt mal hart formuliert, im schlimmsten Fall natürlich, dann ist das einfach nicht gut. Und es wird dafür sorgen, dass der Kunde dir eine gewisse Unsicherheit ja, einfach entgegenbringt. Das willst du natürlich nicht. Wichtiger Punkt, wann sollte man jetzt mit so einer Dokumentation anfangen? Also ist jetzt ein breites, allgemeines Wort. Aber wann sollte man anfangen, sich darum zu kümmern? Ganz einfache Antwort, so früh wie möglich. Selbst wenn du eine Ein-Mann-Firma bist, so, dann hast du viel um die Ohren. Du hast natürlich auch mehr zu tun, als mit deinen ja, Kunden zu sprechen. Da musst du wahrscheinlich raus auf die Baustelle fahren, unter anderem. So, und dann kann es dir auch passieren, dass du diese Informationen vergisst oder einfach nicht so gut wiedergeben kannst, weil du dich halt alles oder um alles selber kümmern musst. Das heißt, es muss natürlich jetzt bei einem Ein-Mann-Betrieb jetzt noch kein aufwendiges CRM-System sein. Aber du brauchst definitiv einen Ort, wo du Kundeninformationen hinterlegen kannst, wo du im besten Fall ja, so ein kleines Gesprächsprotokoll einfach auch hinterlegen kannst vom letzten Gespräch. Weil du kannst dir das einfach gesagt vorstellen, so wenn du jetzt den Kunden da hast, ihr habt über ein Angebot gesprochen so, und ihr verabredet euch in 2 Wochen nochmal darüber zu sprechen. Dann kannst du den Kunden in 2 Wochen anrufen und kannst sagen, Herr Müller, wir haben vor 2 Wochen gesprochen zum Angebot, wie sieht es denn jetzt aus? So, das würden wahrscheinlich 95% der Leute im Markt machen. Wenn du dir aber im Gespräch ein paar Notizen machst, und ich weiß, im Gespräch hat man immer das Gefühl, Mensch, das weiß ich in 2 Wochen noch, aber die Realität ist ja nun mal, die meisten von uns vergessen das, also mich eingeschlossen würde es in dem Fall betreffen. Wenn du dir ein paar Notizen machst und du rufst in 2 Wochen wieder an und sagst einfach, hey, Meier Müller, wir haben vor 2 Wochen hier über XYZ gesprochen, sie haben mir gesagt, das und das und das gibt es noch zu klären und die Themen, da waren wir uns noch unsicher, das ist schon gut gelaufen und so weiter und so fort. Also du gibst ihm einfach das Gefühl, hey, ich weiß, was beim letzten Mal abging, ich weiß, wie wir das Ganze lösen konnten, ich weiß, was noch für Punkte offen sind. Und wenn du noch einen drauflegen möchtest quasi, dann solltest du natürlich in diesen 2 Wochen, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, schon mal
ja, einfach Gedanken machen zu einer eventuellen Lösung. Ja, das heißt, du kannst sagen, Herr Meyer-Müller, wir haben vor 2 Wochen über das Thema gesprochen, ich habe schon mal nachgedacht, ein bisschen hier rumkalkuliert, das und das können wir machen, wie weit kommen wir denn da jetzt? So, ganz einfaches Beispiel. Und wie gesagt, sobald du mit 2, 3, 4, 5 Leuten bei dir in der Firma unterwegs bist und auch mehrere Leute Kontakt mit dem Kunden haben, da ist das wirklich zwingend notwendig, weil es ist für einen Kunden einfach wirklich frustrierend, wenn er heute von deinem, ja, Mitarbeiter A angerufen wird, dann gibt es vielleicht einen Kaufvertragsabschluss, was ja schon mal gut ist. In einer Woche ruft der Mitarbeiter B an und will irgendwie einen Termin machen für die Montage. So, da wurde mit Verkäufer A irgendwas abgesprochen. Zum Beispiel, sagen wir mal, Montagen können nur an einem Dienstag stattfinden. So, Mitarbeiter B weiß das nicht, weil das irgendwo auf einem Zettel notiert wurde, der ja vielleicht in der Schublade liegt im schlimmsten Fall. Mitarbeiter B weiß das nicht, ruft an und sagt, hey, können wir Mittwoch vorbeikommen, Mittwoch um 15 Uhr. So, in den meisten Fällen ist das nicht schlimm. So, der Kunde sagt dann, hey, ja, ich hatte gesagt, Dienstag, können wir es auch am Dienstag machen. Aber je mehr solcher Situationen passieren und im schlimmsten Fall ja auch schon vor dem Kaufvertragsabschluss, desto unwahrscheinlicher ist es einfach, dass der Kunde dir, wie gesagt, nochmal Sicherheit und später dann auch Kundenzufriedenheit entgegenbringt. Und gute Kundenzufriedenheit möchte ich natürlich. Genau, das ist mal ganz umrissen das Thema Dokumentation. Wie gesagt, Punkt 1, ganz, ganz wichtig, fang so früh wie möglich damit an. Einfach auch, um für dich selber immer so eine kleine Gedächtnisstütze dir zu schaffen. Das ist eine Sache, an die muss man sich gewöhnen, einfach gesagt. Also du musst das vielleicht mal 2 Wochen wirklich durchziehen, dich ein bisschen dazu zwingen. Dann geht es aber irgendwann relativ von alleine. Sobald du mit Mitarbeitern an den Kunden arbeitest, mit mehreren, ist es zwingend notwendig. Und hol dir da auf jeden Fall Unterstützung, wenn es um das Thema Systeme geht, beziehungsweise Digitalisierung. Kommt auch gerne auf uns zu. Wie gesagt, für unsere Partner haben wir da eine zugeschnittene Lösung für Handwerks- und Fachhandelsbetriebe. Das heißt, da musst du dich eigentlich um gar nichts mehr kümmern. Ansonsten gibt es ja genug Systeme, die man sich da mal anschauen kann, die auch nicht zu kompliziert sind. Nimm das Thema auf jeden Fall mit und nimm es ernst, weil auch hier gleiches Thema in der freien Marktwirtschaft wie immer. Wenn es jemand anderes besser macht und es wird andere Leute wahrscheinlich geben, die das dann besser machen, dann kann es sein, dass du die Kundschaft eben in diese Richtung verlierst. Und das ist an der Stelle einfach nicht notwendig, schon gar nicht, wenn du vielleicht das bessere Produkt, die bessere Beratung hast. Genau, wenn es dazu Fragen gibt, schreib das gerne hier nochmal in die Kommentare. Wenn du Systemempfehlungen oder so etwas brauchst, auch gerne in die Kommentare. Ansonsten kannst du natürlich auch direkt auf uns zukommen. Entweder über die Homepage oder hier über diesen Kanal. Schau dir die nächsten Videos gerne noch an und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.